So, Leute, willkommen zurück zu Chrono Trigger, yay! Ja, letztes Mal oder gestern sind wir in Richtung Medina gereist. Mit Robo und Luca und jetzt gehen wir zu Melchors Hütte. Wer auch immer Melchior ist, das hier. Hallo! Wäre dir an einer Waffe interessiert? Ja. Katana Rot. Robin Hood haben wir schon, Plasma hatten wir. Dann gab es wahrscheinlich in dem einen noch Katana Rot. Okay, da ja Dings nicht mehr in der Gruppe ist, das heißt wie heißt sie? Merle. Wird es jetzt erstmal die Katana Rot geben und Tonic Mate habe ich ja auch noch ein paar gekauft, weil. Waffen. Gäbe es nicht das Böse in dieser Welt, dann bestünde kein Bedarf an Waffen. Was für ein trauriger Zustand. Na, was hast du in deinem Keller versteckt? Waffen. So, erstmal die Waffe auswählen. Ich könnte doch eigentlich jetzt mal die ganzen Magnetklinge und den ganzen Quark alles erstmal verkaufen, damit ich wieder Platz in meinem verkaufen. Und zwar das Schnellfeuer, die Magnetklinge, nochmal die Magnetklinge, die Bronzeklinge, den Bronzebogen, das Damenkleid, die Bronzerüstung, die Fellkappe, den Eisenanzug, den Zinnarm, den Magnetbogen und die Bolzenklinge. So. Der Rest bleibt hier. Nula, ja. Okay. Möchtet ihr ins Friedensdorf zurückkehren, so empfehle euch die Abkürzung durch die Höhle im Norden. Dankeschön, Melchior. Dann gehen wir zu den... Tod den Feind der Mystiker! Autsch. Ist tot. Yay. Ich weiß aber immer noch nicht, was die Tech-Punkte machen. Machen die vielleicht, dass ich neue Techniken erlerne oder so? Keine Ahnung. Und der eine hat ja auch gesagt, dass es hier ein Monster gibt, das nur mit Magie besiegt werden kann in Medina drinne. Was ist... Och, du Wunderlampe. Erstmal die Wunderlampe kaputt schlagen, ey. Apropos Wunderlampe, wir können jetzt erstmal den Feuerpunch ausprobieren. Feuerpunch! Falcon Punch! Was soll, er kann nicht sehen, natürlich. Warum denn auch nicht? So. Warum kannst du nicht sehen, du Spacken? Ja, jetzt können die beide schon nichts mehr sehen. Geile Kacke. Ja. Dann werden jetzt mal Feuerwurf auf den machen und er benutzt mal ein Heilung auf sich. Und er versucht anzugreifen. Stirb! Stirb! Nein! So, tot, danke. Ach, Krone erreicht die nächste Stufe, das ist schön. Das finde ich toll. Ach nee, von hier komme ich. La 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 la. Ja, die wissen natürlich, dass... Hier mal... Och du Scheiße, Feuerpunch. Ja. Damit macht man die doch schön. Mach mir einfach nur mal Feuerwurf. Und ja, damit werden die gleich besiegt eigentlich, ja. Das ist schön. Objekte, lalala, wo ist denn mein... Ja, Tonic Mate. Einmal da und... Scheiße, hätte ich mir mal noch ein normales Tonic, weil die heilen ja 200.
Ja, komm. Ist ja auch egal. So, ach, wieder 180.000 Wege, super. Ein Ethermet. Och, noch mehr von denen, na super. Kombination, nehme ich den Feuerwirbel auf die zwei. Yay, Party! Scheiße! Beide nicht tot. Nein! Fire Punch! Fire Punch! Bams! Ja, das bringt total viel. Vor allem, weil die übelst viel Feuer. Nee, ich kann ja auch einfach mal den Zyklon benutzen. Ach, super. Krasse Kacke. Na, ich brauche da bestimmt Feuerdings. Feuerwirbel, auf ihn. Auf ihn mit Gebrüll! Yay, Party. Probe erreicht die nächste Stufe. Ich freue mich für ihn. Ein Äther. Und da ist ein Dings. Da will ich hin. Zum Speicherpunkt. Nein, ich will hier noch nicht hin. Bälle, Bälle, Bälle. Rolli Polli. Hatten wir die nicht schon mal am Anfang des Spiels? Rolli Polli? Ich kann mich dunkel dran erinnern. Upp. Die auf den und der auf den und der auf den. Bleib tot. Flap. Los, stirb. Bam. Nicht. Oh, jetzt. Ja. Keiner reicht die nächste Stufe. Nein. Aber ich will ja noch gar nicht lang. Ich will nämlich erstmal noch. Nicht da, sondern hier lang. Ganz genau. Kommt zu. Oh, aber. Na super. Na egal. Aber es gibt da etwas Schönes drin. Ne? Hauptsache es ist. Ich hoffe mal, es ist irgendwie ein Ausrüstungsgegenstand oder eine Waffe. Ach, immer noch nicht tot. Bup. Rolli Polli, Rolli Polli. Und ihr könnt mir nicht sagen, hey, du hast die so genannt, ey, das ist voll schwul, Alter. Die heißen Rolli Polli. Guckt oben links, da steht's. Rolli Polli. Oh, eine Fledermaus, yay, Fledermaus! Grab Flatter. Flap, ne, Flap Lapple. Och, wir machen ja richtig viel Schaden damit, ey. Ja, schlaft alle, das ist schön. Feuer auf ihn. Party, yay, Feuer. Na, das macht doch Spaß. Und hier wollte ich eigentlich Gewitter machen. Auf ihn, Bams. So, und der kann eigentlich noch weiter schlafen. Kombination. Ja, mache ich erstmal den Zyklon. Yay, Party! Wow, macht ja richtig viel Schaden. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ach komm, Gewitter. Gewitter! Yay! Yay, Party! So. Ein Magieschal. Also Robo bringt da mal Magieschall ziemlich wenig. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube. Doch, ihr bringt das, glaube ich, viel mehr. Magieschall. Und was hat Robo? Er hat Verteidiger. Er kriegt mal. Nee, er braucht die Ausdauer, denke ich mal. Na, dann lasse ich so. Das Sichtfeld ist jetzt nicht so wichtig. Aber. Komm. Bitte hier keine Gegner mehr. Danke. Bitte jetzt hier keine Rolli-Pollis. Danke. Ach, aber. Ach, meine Freunde. So.
Bams. So, als nächstes Kombination der Feuerpunch. Ich hoffe mal, dass der was bringt. Bams. Ja, das sieht doch gut aus. Gewitter, Gewitter, Gewitter. Bams. Yeah. Ja, Luca erreicht in dieser Stufe, das ist schön. Okay, dann möchte ich mal sagen, das war's für heute mit Chrono Trigger. Morgen wird es ein neues Projekt geben, oder? Ich weiß nicht. Ich nehme das ja alles ja hintereinander auf, deswegen, ich weiß nicht, ob Kirby's Dream Land da schon vorbei ist. Ich glaube ja. Und dann kommen zwei neue Projekte. Freut euch drauf. Ja, bis dann. Ciao.